Witz, ich weiß noch einen Witz. Boah, Nils, halt die Klappe. Klappe. Ich kann es nicht mehr halten. Boah. Okay. Schwäbisch Hall, was geht? Und damit herzlich willkommen zur ersten und einzigen Wochenschau in Schwäbisch Hall. Ja, aber das ist doch voll langweilig. Da steht mal was drin in der Tasse hier. Ja, ist ja noch klar. Der Weihnachtsmarkt hat ja noch gar nicht angefangen. Erst nächste Woche Donnerstag am 28. Aber wir stehen ja hier jetzt in einer frisch aufgebauten Hütte. Ja. Und letzte Woche, wo wartet da? Da waren wir bei Dudis Waffelbar und da gab es wieder richtig coole Gutscheine bei uns zu gewinnen. Und zwar hat auf Facebook gewonnen Ulrike, Cindy, Tanja, Katrin und Armin. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Und auf Instagram konnte man dieses Mal auch gewinnen. Wer hat da gewonnen? Was geht sie das an? Hey, ja, die müssen es doch wissen. So hieß eine der Gewinnerinnen. Oh. Wir blenden am besten ein, wer alles gewonnen hat. Und auch dieses Mal gibt es wieder richtig coole Gewinne hier. Genau, von der Touristik und Marketing Schwäbisch Hall gibt es nämlich 5x 10 Euro Gutscheine und passend dazu eine Weihnachtstasse. Es lohnt sich also wieder richtig bis zum Ende dran zu bleiben. Nils, wo warst du am Wochenende? Ich war auf dem Faschingsauftakt in Thüngtal, war richtig witzig. Und ich war auf der Live-Nacht. Und ich war in Ägypten. Und du hattest noch ein Interview, habe ich gehört. Ja, genau, ich war, ich habe mich mit den Fahrradfahrenden Nikolausen habe ich mich getroffen. Und ich würde sagen, das schauen wir uns mal kurz an. Ja, jetzt habe ich den Rainer neben mir stehen. Rainer, warum stehst du jetzt eigentlich neben mir? Ja, also wir wollen Werbung machen, dementsprechend auf unsere Aktion hinweisen. Bin auch dankbar, dass es so angenommen wird von euch, weil es ja auch für Schwäbisch Hall ist. Wir wollen für einen guten Zweck spenden. Dafür fahren wir mit der Mountainbikes am 7. Dezember vom Sonneck aus, da ist der Start um 11.30 Uhr. Da machen wir eine kleine Tour. Wir fahren mit den Fahrrädern jeglicher Art, können auch E-Bikes sein. Wollen wir dann durch die Stadt fahren vom Sonneck. Treffen uns hier beim Bergl, gehen hier durch die Stadt, verkaufen Bänder. Die Leute dementsprechend nehmen das hoffentlich gut an. Ja, dann fahren wir irgendwann weiter Richtung Hessental und Richtung Sulzdorf auf dem Weihnachtsmarkt. Kehren da kurz ein, haben viel Spaß, auch unterwegs. Dementsprechend, wenn wir viele Kinder treffen, wir verschenken Nikolaustüten. Und von dort aus fahren wir wieder zurück Richtung Hessental. Und wieder später in Richtung Schwäbisch Hall, weil wir wollen so circa um 19 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt eintreffen. Wir haben letztes Jahr 8.000 Euro zusammengesammelt, vorletztes Jahr 5.000 Euro. Wo geht der Erlös hin? Der Erlös geht in die STIAG, Beuteltiger Stark. Das ist eine Kinderstation und da ist es halt von bis zur Heranwachsende. Dementsprechend wird es da ausgehändigt und wir tun auch den Scheck dann eine Woche nach Termin übergeben und da werden wir auch eingeladen, durch die Station zu gehen. Und wenn man das dann sieht, wenn wir dann verkleidet reinkommen, so eine Meute, und dann auch natürlich mit denen spielen am Kicker oder so und dann das Slide sehe und dann kommt dann eine 12-Jährige sogar an, darf ich dich umarmen. Mhm. Ja, also wenn das keine Gänsehaut und wenn man da nicht weiß, wie gut es einem geht, dann weiß ich auch nicht, was raus. Ja, also deswegen machen wir das auch immer wieder. Ja. Wen es jetzt interessiert hat oder wer noch mehr wissen möchte, ist natürlich alles unten verlinkt. Boah, das ist ja echt cool. Mega coole Aktion, also unbedingt Bänder kaufen. Ja, was geht denn eigentlich am Mittwoch? Ja, erstmal ganz wichtig, dadurch, dass jetzt hier der Weihnachtsmarkt hier auf dem Marktplatz aufgebaut wird, ist Mittwoch und Samstag der Wochenmarkt jetzt immer auf dem Dietrich-Bonhoeffer-Platz beim Chorquartier. Und was kommt im Kino? Falscher Knopf! Heute kommt Eiskönigin 2 raus, freuen sich bestimmt schon einige drauf. Und morgen kommt dann nochmal Dr. Sleep raus. Ein Horrorfilm von Stephen King. Und was geht am Freitag? Am Freitag ist um 19 Uhr das letzte Mal das Familientheater Rotkäppele vom Kleinen Theaterhall. Und um 20 Uhr im Globe ist Simon Garfunkel, genau, Musik. Mhm. Und Samstag? Am Samstag ist von 11 bis 20 Uhr der vorweihnachtliche Markt im Hohenloher Freilandmuseum und anschließend um 20 Uhr ist dann Helge und das Udo im Neubausaal. Was geht denn eigentlich am Sonntag, Sascha? Ja, da ist nochmal vorweihnachtlicher Markt von 11 bis 18 Uhr und da kann man sogar einen Adventskranz binden von 11 bis 16 Uhr. Ja, und wie kann ich jetzt die coole Tasse und den Gutschein gewinnen? Ja, also es gibt ja 5x 10 Euro Verzehrgutschein für den Weihnachtsmarkt und die Tasse und am besten erzählst du wie? Ihr müsst einfach nur Hashtag Weihnachtsmarkt unter das Video hier kommentieren. Dafür müsst ihr noch unsere Seite geliked haben und den Beitrag, dann nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil. Findet allerdings dieses Mal wieder nur auf Facebook statt. Ja.
Genau. Und was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten, Judith? Oh, ich wünsche mir einen Pony. Ja, Judith, komm, dann machen wir einfach den Friseurtermin aus, oder? Und jetzt noch unbedingt dranbleiben, jetzt kommt der zweite Teil der Kurzgeschichte. Sascha? Judith? Gar keiner da. Naja. Hallo? Geht's los? Was war denn das jetzt? Sascha!